Einsatz für den Rüstzug der Feuerwehr Hanau. Der zweite Einsatz für die Feuerwehr Hanau. Es geht in die Innenstadt. Das Einsatzstichwort lautet unterirdischer Containerbrand. Wir sind jetzt alarmiert worden zu einem erst angedacht waren unterirdischer Mülleimerbrand, Müllcontainerbrand, die wir hier auch im Stadtgebiet haben, in vielen Einkaufsstraßen, wo es durchaus mal sein kann, dass durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ein Feuer ausgelöst wird. Ja, hier hatten wir jetzt vorgefunden, wenn wir gerade mal hier rüber gucken, dass es in einem Regenschacht oder in einem Ablauf gebrannt hat. Wahrscheinlich hat auch jemand eine Zigarettenkippe reingeworfen. Da drin hat hier trockenes Laub gelegen von den Bäumen oder von den Sträuchern, die hier rumstehen. Und wir haben das jetzt ganz jetzt mit einem Schnellangriff mal abgelöscht und mal die Kanalisation wieder durchgespült, dass hier keine weiteren Brandgase oder kein weiterer Brandgeruch entstehen kann. Einsatzmäßig würden da jetzt keine größeren Gefahren entstehen, außer der Geruchsbelästigung. Ja, die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Groß-Auheim haben den Senkkasten, also da haben die Deckel geöffnet, haben den Senkkasten dann rausgenommen, sodass wir ihn dann ablöschen konnten. Und dann habe ich mal die Kanalisation noch mal kurz gespült und dann war das Thema eigentlich auch schon gegessen. Ja. Kinzig News. Aktuell, regional, online.